Gedanken, Karl. Die Lichtthematik, die kann nicht stimmen. Ja, prüfen Sie das bitte nochmal. Ja, Konzo. Ja, Moment bitte. Olaf, für dich. Danke. Ja, Müller? Ah, Mensch, Mauer, Olaf Fischkopf. Nee, Wahl passt immer. Wenn nicht, wird er passend gemacht. Gleich heute Abend. Na, Feierabend. Hast du prima hingekriegt. Bitte, Dank. Angeber, wenn deine Frau wüsste, dass du seit Monaten schon nichts mehr fängst. Frau, willst du Schweigegeld? Sonnen Johnny in der Pfanne? Ich bin da überhaupt nicht kleidlich. Ich verzichte. Ich schmücke mich nicht mit fremden Federn. Hast du Pech? Fisch ist nämlich gesund so, zweimal die Woche. Für Greise. Für Jungfrauen. Ist ja gut, wir wissen es. Wir sind hier nicht auf dem Fischmarkt. Herrschaft, du Ente. Okay, okay. Aber du solltest auch mehr Fisch essen, Robert. Du bist immer herzlich eingeladen. Mein Gott, man wird doch noch mal einen Witz machen dürfen. Mach dir ein paar Rühreier. Hör zu, Robert. Ja? So geht es nicht weiter mit uns. Wir müssen in Ruhe miteinander reden. Meine, heute muss ich weg. Wir waren für Sonntag verabredet. Ja, was ist denn passiert? Ist was mit Kerstin? Ach, hat sie schon entbunden? Quatsch, sie ist im sechsten Monat. Ach so, ja. Aber es geht ihr nicht gut. Naja, wird wieder so eine Stimmung sein. Was ist denn Stimmung? Das ist meine einzige Tochter, der werde ich mich ja wohl kümmern können. Wir fahren morgen früh zusammen. Ich fahre dich hin. Ich fahre heute und ich fahre alleine. Mädchen, Mädchen. Du musst ja zweimal umsteigen. Ja, na und? Mensch, das sind Frauensachen. Kannst du sowieso nicht verstehen. Du hast nie eine Familie gehabt. Das liegt nicht an mir. Seit fast 3 Jahren will ich das ändern. Was würde sich denn mit dem Stempel ändern? Guten Appetit. Da jetzt schon zusammen wie so ein uralt Ehepaar. Einen Tag im Büro. Einen Abend bei dir oder bei mir. Jede Versammlung. Jeden Urlaubstag. Jedes Wochenende. Der Mensch braucht auch Freiräume. Ich möchte selber entscheiden, was ich zu tun und zu lassen habe. Du erdrückst mich mit deiner Fürsorge. Marianne, warum hast du denn niemals ein Wort davon gesagt? Du liebst mich nicht mehr? Robert, du drängst mir jetzt eine Diskussion auf, die wir in Ruhe führen müssen. Bitte, wir waren Sonntag verabredet, bis Sonntag, ja, sehr lieb. Ich bin ein schrecklicher Pedant, das weiß ich. Aber dass sich das plötzlich dermaßen stört. Wahrscheinlich brauchst du eine ganz andere Frau. Eine, die deine Fürsorge mehr zu schätzen also weiß. Also nun hör doch auf mit dem Unsinn. Sicher hast du in einem Punkt recht, Mann und Frau im selben Betrieb, noch dazu in derselben Abteilung. Aber das muss ja nicht sein, bis wir in Rente gehen. Bitte, ich kann ja kündigen. Nein, nein, ich werde gehen. Ja, das stört mich auch. Dieses absolute Ja oder Nein. Gut, 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 gut. Du brauchst Freiräume.
Ja, darüber muss ich nachdenken. Mühlau könnte mich voll ersetzen, wenn ich gehe. Mühlau? Kommst du jetzt auf Mühlau? Na ja, ich werde ihn als meinen Nachfolger vorschlagen. Natürlich muss ich erst mal mit ihm reden. Das kommt nicht in Frage, das will ich nicht. Ja, habt ihr auch noch Zeit? Das war ja auch nur so ein Gedanke. Robert. Ja? Ach, das ist alles so verzwickt. Das ist alles meine Schuld. Grüß Kerstin und Michael. Wir sehen uns Sonntagmittag bei mir. Ich wärme dich jetzt. Ja. Eines Tages fresse ich dich auf. Mit Haut. Ich will hier nicht mehr. Bitte nicht. Ich hab die Heimlichtuerei satt. Ich auch. Er ist ständig da. Er sitzt, er steht, er liegt neben uns. Mm-mm. Ich war von Anfang an gegen deine sogenannte sanfte Trennung. Das ist keine sanfte Trennung. Das würde sich kein Mann gefallen lassen. Mit dem kann man sich nicht krachen. Dann sag's ihm doch auf den Kopf zu. Holen dir denn nicht die Nerven? Denkst du, meine Scheidung wird leicht? An meinen Jungen darf ich gar nicht denken. Hast du deiner Frau etwas schon? Mm. Hm? Sie kommt Sonntag. Und dann nehme ich mein Beutelchen und dann stehe ich vor deiner Tür. Und ich mache auf. Ich werde tun, was du willst. Was du willst. Wo du willst. Wie lange du willst. Immer. Verdammt! Olaf! Olaf, komm, hilf mir doch mal! Oh, dieses verdammte Paddel! Robert? Ganz ruhig. Ich mach das schon. Sag mal, bist du bescheuert? Du ruinierst meinen ganzen Lack und das mit meinem Angelkahn. Oh, entschuldige. Aber ich folge nur deiner Einladung. Fisch ist gesund. Mensch, lass da einen sitzen. Ich komme mit an Land. Keinen Schluck habe ich getrunken. Trotzdem habe ich mich in diese Nussschale getraut. Olaf, du, ich muss mit dir reden. Na, das ist ja interessant. Ich sehe ja gar keine Angel. Ach, sag mal, Mühlau, was machst du hier eigentlich die ganze Nacht? Ich bin hier, Robert. Ach, so ist das. Ich muss mit dir reden. Du Hure. Dass ihr euch nicht schämt. Idiot. Kühl dich erst mal ab. Du, der ertrinkt. Quatsch doch nicht hier. Scherz machen. Aber ich sehe ihn nicht. Verdammt, der muss doch wieder auftauchen. Der spinnt doch wohl. Olaf, Mensch, mach doch mal was. So ein Mist.
Das ist seine Mütze. Das ist seine Jacke. Er kann aber gar nicht. Er ist doch Rettungsschwimmer. Kommen Sie, Frau Müller. Kommen Sie. Kommen Sie. Stimmt leider alles, Herr Leutnant. Wie er ans Wehr gekommen ist, mag der Kuckuck wissen. Dort ist nichts zu holen, das weiß Müller wie unser Eins. Den Angelkahn und die Kleidungsstücke haben wir dort bei den Reusen gefunden. Das Boot hing hier fest. Ah ja, vom Boot aus hat er nie geangelt. Zünftig schon als Schuljunge. Kennen Sie die? Ah ja, die Brieftasche ist seine. Ja, die kenne ich. Auch das Bild von seinem Jungen. Furchtbar für die Frau und das Kind. Die Ehe der Mühlers war in Ordnung? Klar. Als Studenten haben sie sich zusammengeschmissen. Und den Karsten, den vergötterte er reine weg. Wann haben Sie Herrn Müller das letzte Mal gesehen? Na, vor 14 Tagen hat er seine Fische bezahlt. Sonst haben wir nur telefoniert. Und Selbstmordgedanken hat er nie geäußert? Ach, hören Sie aber auf. Kerl wie ein Baum. Architekt. Eine schöne Wohnung. Den Kahn. Ja, die Familie. Trank er gern einen über den Durst? Ivo, neumodisches Zeug mit Zitrone aus dem Strohhalm. Und doch bloß, wenn die Corona aus dem Betrieb kam. Meistens war er allein auf dem Kahn. Aber die Fische haben Sie für ihn gefangen. Naja, ab und zu, nicht immer. Jeder will glänzen, wenn er sich die Nächte um die Ohren schlägt. Ja, und der Mühlau ist auch ein Romantiker. Er kickt gerne den Mond, über das Wasser, dann sieht er Häuser und Türme. So ähnlich hat er es mir jedenfalls mal erklärt, Herr Leutnant. Pirol 3, Pirol 1 kommen. Pirol 1, kommen. Unbekannte männliche Leiche gefunden. Kommen. Habe verstanden, ich komme. Ende. Sie haben ihn also gefunden. Sie hören noch von uns. Einstweilen vielen Dank. Das ist nicht mein Mann. Das ist Robert Konczok. Sein Chef. Soll ich Ihnen eine Nachbarin rufen? Oder Ihre Tochter benachrichtigen? Es ist so sinnlos. So völlig sinnlos. Hätte ich ihn bloß nie gehen lassen. Mühlau werden wir auch finden. Wegen ein paar lausiger Fische. Robert mochte gar keinen Fisch. Ich kann das alles gar nicht verstehen. Waren die Männer verabredet? Nein. Er hat gesagt, komm noch mal vorbei oder so, aber keinen Tag oder keine Stunde oder. Und das war nach dem Anruf von Herrn Mau. Ja. Und am Freitag, da haben Sie Herrn Konczok zum letzten Mal gesprochen. Ja, so gegen 6:30. Er hatte nach Feierabend hat er eingekauft und dann kam er zu mir. Na, wie immer. Und dann wollte er noch was an seinem Auto reparieren und deshalb ist er nicht hier geblieben. Und als er ging, hat er kein Wort gesagt, dass er Mühlau besuchen will. Nein, wir haben über meine Tochter gesprochen. Die ist nämlich schwanger. Gab es vielleicht Probleme im Betrieb, die man besser nach Feierabend klärt? Nein. Olaf. Also, Herr Müller war eigentlich sein Stellvertreter und sein Nachfolger. Also, die haben sich gut verstanden. Müller muss sein Möglichstes getan haben. Am Körper des Ertrunkenen wurden erhebliche Verletzungen festgestellt. Möglicherweise sind sie bei einem Rettungsversuch entstanden.
Aber das wird die Obduktion ergeben. Bitte hören Sie auf, es nützt es. Soll ich nicht doch lieber eine Nachbarin rufen? Nein, nein, ich komme schon zurecht. Nochmals mein aufrichtiges Beileid. Danke. Ich finde schon. Danke. Kein Mensch wird uns glauben, dass wir ihn bis zur Erschöpfung gesucht haben. Aber warte die Obduktion ab. Sie suchen mich. Nein, aber keiner wird dich hier finden. Ich kann mich doch nicht ewig hier verstecken. Aber wir haben doch alles getan. Was hätten wir denn noch tun sollen? Wir haben ihn gesucht. Du bist jetzt nicht. Nein, ich. Ich bin schuld. Nein! Ich habe ihn umgebracht. Nein, so muss ich. Du bist kein Mörder. Du bist alles für mich. Es war ein Unfall. Das war ein schrecklicher Unfall. Wir gehen einfach weg von hier. Wir suchen uns irgendwo ein Haus. Bist du ein Verwandter? Aber wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Hermann. Wir sind zusammen. Wir sind jetzt einfach immer zusammen. Auf den Kaffee, Marion? Ich muss nach Hause. Ich muss noch ein paar Zeichnungen machen. Mein Gott, nur Arbeit. Seit Konstrukt tot ist, igelst du dich ein. Heute habe ich die Nase voll. Diese ewigen Befragungen. Muss doch mal Schluss damit sein. Was sollen die Polizei machen? Ehe Mühlau nicht gefunden ist, aber ein halbes Jahr danach. Denk lieber an die arme Frau Mühlau. Der Mann geht gesund aus dem Haus und taucht nie wieder auf. Also bis morgen. Soll ich dich abholen? Nein, nein, ich fahr früher. Licht. Mein Tag bricht an. Hab die Uhr los abgeholt, damit mein Maulwurf besser sehen kann. Oh, ein scheiß Wetter draußen. Prima. Dann können wir uns jetzt ja richtig verdunkeln. Zur Stelle. Ulla? Ja, frisch gewaschen, weich gespült. Hast du nicht etwa die Maschine? Nein, nicht mit der Maschine. Mit der Hand. Und völlig geräuschlos. Danke, James. Sie sind brillant. Ganze Nacht. Was war sonst?
Wie immer. Putzen, kochen, zeichnen, gammeln. Um vier kommt mir die Nacht über den Hals. Was ist denn mit dir? Nichts. Wir haben ja jetzt die Rollos. Hm? Ist aber schön gemacht. Komm. Ich bin nett. Trotzdem solltest du ein bisschen kürzer treten. Wieso? Ich denke, im Betrieb schon, ihr habt eine kleine Meise. Früher habe ich keinen Strich zu Hause gemacht und jetzt mache ich Zeichnungen wie Brezeln. Die Kompensierung der Einsamkeit, Flucht in die Arbeit, die kriegen es noch fertig und helft mir einen Ordner an die Brust. Ja, da war nicht so schlecht. Ich liege dir doch sowieso nur auf der Tasche. Mal, was ist los? Wir leben, wir sind zusammen. Ich liebe dich. Du. Das musst du oft sagen. Du, ich müsste irgendwie was zuverdienen. Ich kann doch was anderes machen als zeichnen. Weißt du, isst du nicht? Gleich. Guck mal, das hier zum Beispiel. Bisschen Zuralin, Farbe, Gips, Lack. Kindereien von Kerstin. Lies lieber mal ein Buch. Wenn wir unser Häuschen erst haben, dann kommt dir die Arbeit sowieso über den Kopf. Tja, ich mach mal die Rollos an. Fenster weg, man kann dich sehen. Los, raus. Guten Abend, Frau Wilke. Moment, geht schon. So, da ist Ihre Wäsche. Ach, danke schön. Oh, Sie erwarten Besuch. Nein. Sagen Sie mal, würden Sie mir einen Gefallen tun? Und stecken Sie mir mal den linken Ärmel ab? Ja, vielleicht am Spiegel. Ja. Das ist ja besser sehen. Schön. Ein Fältchen ist da nämlich zu viel. Das sehen Sie gleich. Sind Sie? Ja. So. Hat dann das Geld gereicht? Eine Mark bekommen Sie noch wieder. Ein bisschen Stoff habe ich da erwischt, nicht? Ja. 37,50. So. Ist gut? Ach, ja, ich denke, ja. Hier vielleicht noch ein bisschen einhalten. Ja, das mache ich dann. Das wär's denn. Dankeschön. Frau Kramer. Sehr nett, dankeschön. Ach, meine Nadeln. Wiedersehen. Danke. Und einen schönen Abend noch. Danke. Die Mark, Frau Wilke. Dankeschön. Dann wiedersehen. Steck ich's Reu in die Sparbüchse. Ja, hat die Wäsche gebracht. Wird sich langsam wundern. Oh. Früher habe ich ihr immer einen Kaffee angeboten. Na, dann hätte sie doch eingelassen für einen kleinen Weiberklatsch. Doch ideales Wetter dafür. Auf jeden Fall müssen wir hier raus. Der Balkon ist keine Lösung. Na, jetzt brauche ich erst mal eins zum Aufwärmen. Mein Schwiegersohn, der muss den Hauskauf jetzt ankurbeln. Nehmen wir ihm Kredit auf, hm? Ach, das könnte schön sein. Ein Häuschen mögen. Sag mal, bist du verrückt? Ist doch wirklich nicht komisch.
Nee, ulkig ist wirklich nicht. Wir waren heute wieder im Betrieb. Suchen dich immer noch. Bitte trink nicht so viel. Mensch, wegen der Kramer müssen wir uns so nur wirklich nicht krachen. Mensch, ständig höre ich hier Radio mit. Schon zum Klatscher im Laden. Treffpunkt Alexanderplatz. Was ist denn heute bei Findigs los? Aber wie viele Kinder hatten die eigentlich? Den Säugling? Den Säugling und Roy. Roy? Hm? Der King. Mein King. Deinem Sohn geht es gut. Du wirst ihn noch wiedersehen, das verspreche ich dir. Ich lasse mir was einfallen. Ich wärme dich jetzt, ja? Du, Marion! Nur ein Anhänger nutzt mir nichts. Du kennst doch meine Zwillinge. Die waren immer das Gleiche und besonders zu Niklaus. Übermorgen hast du einen zweiten. Ja. Hier, Fünfer? Den hier nehme ich. Ist prima, wenn Carsten das schafft. Danke. Also ich nehme die drei Leuchter. Ihre Tochter ist begabt. Und spart mir Kopfzerbrechen. Danke, ich werde es ausrichten. Mensch, Leute! Nun guckt euch doch die Brettchen an. Original Mühle aus Krakel. Sie müssen ja nichts nehmen, Kollegin Kahle, wenn es Ihnen nicht gefällt. Gefällt mir doch, Chef. Ist bloß irre. Die Kerstin und Mühlau. So eine Doublette. Entschuldigt bitte. Da ist wohl eine Schraube locker. Kaum geht's hier ein bisschen besser, da fängst du von Mühlau an. Teddy, ich schwöre dir, in jeder Sitzung hat Mühlau die Krakel gemalt. Ach, Quatsch. Jeder malt mal Käsekästchen. Das war nicht in Ordnung, Kollegin Kahle. Kein bisschen Taktgefühl. Sag mal, bist du verrückt? Warum kommst du denn so spät?
Ich war einkaufen, nicht so was verzieren. Entschuldige, das habe ich nicht eine Sekunde gedacht. Warum bist du nicht mit dem Fahrstuhl gefahren? Weil ich gelaufen bin. Warum bist du denn so ungehalten? Ich bin nicht ungehalten. Ach komm, erzähl lieber, ob du was verkauft hast. Natürlich habe ich was verkauft. Mark. Und eine Prämie für dich. Mensch. Danke, Maya. Danke. Du Mädel, jetzt geht's erst richtig los. Hier, mein Anteil am Haushaltsgeld. 130 Mark. Oh. Hast du nicht mal abgewaschen? Ach, ich hatte keine Lust. Dazu habe ich doch genug Zeit, wenn du weg bist. Erzähl mir mal genauer. Da gibt's nichts zu erzählen. Ich habe alles aufgebaut. Und alle Kerstin gelobt. Schluss aus, weil da war nichts. Das ist doch meine Arbeit. Ich meine, jeder braucht doch seine Anerkennung, verstehst du? Ach, sei nicht so alt im Maul. Übrigens, Schenk hat deine Leuchte genommen. Alle drei erfindet sie exotisch. Leucht ja Welt, Mann, was? Mein neuer Chef. Das andere weiß ich nicht. Sag mal, kann er mehr als ich? Das weiß ich nicht. Ich meine, projektiert er meinen Busbahnhof? Ich habe ihm alles erläutert, soweit ich das konnte. Ja und, was hat er gesagt? Er wird es prüfen, er redet ja nicht viel. Prüfen? Der spinnt doch wohl. Mensch, das ist geprüft, mehrfach. Tag und Nacht habe ich dran gesessen. So effektiv hat noch keiner gebaut. Das musst du ihm einbläuen, verstehst du? Einbläuen, bis er nichts anderes mehr denken kann! Sag mal, bist du verrückt? Entschuldige mal. Du, ich lieb dich. Ist ja gut. Wie viel war es denn heute? 100. Ach, das ist eine Schlepperei. Hier, mein Anteil am Haushaltsgeld. Danke. Eins ist ausgenommen. Rotkohl steht im Kühlschrank. Zwei Flaschen müssen reichen. Apfelsinen lasse ich dir nachher. Das nehme ich mit zu Kerstin. Du mein. Sag mal, kannst du nicht doch hier bleiben? Aber was soll ich in Kerstin erzählen? Außerdem feiert man Weihnachten da, wo Kinder sind. Ja, ja, ist ja klar. Ist schon gut. Warte mal einen Augenblick. Was ist denn? Na, warte mal. Bisschen Leim, eine alte Wäscheleine. Du bist ein Genie.
was nützt mir das alles noch? Genau. Guten Abend. Guten Abend. Und wenn Sie heute im Kreis Ihrer Familie ein friedliches Fest begehen, dann denken Sie bitte auch an alle die Menschen, denen es nicht vergönnt. Du hast wieder dein Stückchen Natur. Nicht damit so einem Schwall, Junge. Du legst dir die ganzen Wurzeln frei. Kann ich nicht lieber rausgehen, Mutti? Dampf ab. Aber höchstens eine Stunde, hörst du? Ja. Er wird seinem Vater immer ähnlicher. Polter die Polter und weg. Wenn wir nur erst Blumen auf Olafs Grab pflanzen könnten. Die Polizei hat ihr Menschenmögliches getan. Sie suchen ihn ja immer noch. Alfred, ach, Pappe. Alfred, Firle von seinem Auto. Das war mal so. In der letzten Zeit hat er nur Fisch am Ausfahren gebracht. Denkst du, ich mache mir keine Vorwürfe? Witwe mit 30. Und mitten im Frieden. Ach, du hast kein gutes Los, Ruth. Aber manchmal denke ich, er lebt noch. Wenn ich hier mittags in der Sonne sitze, ist er da. Ganz gesund. Ganz natürlich. Das sind doch Hirngespinste, Mutti. Und wenn er über die Grenze ist? Heimlich? Mutter, für mich ist er bei dem Rettungsversuch an Robert Gottschalk ums Leben gekommen. Damit müssen wir uns abfinden.
Dieser Leutnant hat nur wahrscheinlich gesagt. Sogar ein Verbrechen nicht ausgeschlossen, Ruth. Du solltest uns wieder öfter besuchen. Oder willst du nicht ganz zu uns ziehen? Wir haben doch Platz genug. Carsten würde sich freuen. Und wenn er plötzlich klingelt? Wäsche braucht, nur ein Stündchen Zeit hat. Und du bist auf Arbeit und Carsten in der Schule. Das wird nicht sein, Mutter. Du machst dich ganz krank mit deinen sinnlosen Träumen. Du hast keinen Glauben, Kind. Wir wollen für seine glückliche Heimkehr beten. All unseren frisch gebackenen Aktivisten einen herzlichen Glückwunsch. Na, hoffentlich hat sie es gelohnt. Also wie ist der? Ich freue mich, Marianne. Oh. Super. Manchmal zum auf den Mond schießen. Ich hau jetzt auf. Hast du mir jetzt wirklich schon gehen? Ja, ich muss. Mensch, ein Happen essen könntest du doch wenigstens noch mit uns. Ach, dann hab ich sowieso bloß die Stimme. Tschüss. Tschüss. Frau Wilke geht schon? Tja. Konzo kann eben keiner ersetzen. Gute Musik, was, Chef? Du musst zum Fenster rausschmeißen. Hör auf. Zertreten. Zertrampeln. Nein, kaputt machen. Nein, warte. Die ganze Beschiss. Nein, ich lass dir erklären. Boah, im Bett, ja, dazu taue ich dir noch. Bitte, hör nicht geschmacklos. Sei froh, dass ich nicht alles weggeschmissen habe. Wieso denn weggeschmissen? Ich hab's ja nicht weggeschmissen. Du Marion, diese scheiß Scham da. Da habe ich mein letztes bisschen Selbstachtung gesteckt. Hör auf. Mein Ehrgeiz. Meine Achtung vor mir selber, mein Schuldgefühl, meine Anerkennung, meine Arbeit, Liebe. Und du wolltest mich nur bei Laune halten. Lass dir doch alles erklären, das ist alles nicht wahr. Was ist denn bei dir Wahrheit? Wir stellen uns einfach der Polizei. Geh raus. Oder bitte geh raus. Ich gehe nicht mehr auf den Balkon. Olaf, bitte geh raus. Bitte. Bitte komm. Olaf, bitte. Olaf, ich liebe dich. Schön. Ja, ich komm. Prämie kassieren und keinen ausgeben wollen.
Wir haben uns einfach Gedanken gemacht. Dieser Überfall war meine Idee. Zu Ihrer Auszeichnung. Wir kommen doch nicht ungelegen. Nein, nein. Kommen Sie doch rein. Siehste? Chef bleibt Chef. Halte dich bloß zurück heute. Eine kleine Kostprobe vom kalten Buffet, gefällig? Oh, ich hab gar keinen Appetit. Wir wollten auch bloß eine Flasche Wein mit dir trinken. Sag, was ist deine Tochter? Ja? Kerstin. Mensch, der Schaukelstuhl ist ja auch wieder ganz. Na ja. Ein reichliches Jahr war ich nicht hier, da kommt was zusammen. Komm, setz dich doch, ich mach einen Kaffee. Nee, nee. Lass mal, das machen wir. Komm, Conny. Möchten Sie rauchen, Kollege Schenk? Nein, danke. Das Rauchen, das habe ich mir an meinem 10. Geburtstag abgewöhnt. Hübsch haben Sie es hier. Dieser Wohnungstyp ist eigentlich gar nicht so übel. Ja. Trotzdem sollten Sie sie nicht so in Ihren vier Wänden einschließen. Möchten Sie Zucker? Ja, bitte. Hast du gemahlenen Kaffee? Ah ja, ich sehe schon. Das Leben geht weiter. Es klingt banal, aber es ist so. Ist der Korkenzieher noch oben im Schuppen? Ja. Geht es Ihnen nicht gut? Doch, mir geht es... Nein, mir geht es nicht gut. Wann machen Sie eigentlich Urlaub? Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich im Herbst oder... Oder vielleicht auch im Winter. Ich bin ja unabhängig von den Schulen. Merkst du was? Schenk macht Plüschaugen. Na hör mal, sie trauert doch immer noch im Konzock. Findest du das vielleicht echt? Außerdem, Chef ist Chef. Wenn du dir nicht das Maul zerfetzen kannst. Also, ich glaube, es sind noch Plätze frei. Genau, Chef, da sind wir beim richtigen Thema. Den zweiten Sommer keinen richtigen Urlaub. Nur Babysitter bei der Tochter, wo gibt's denn sowas? Willst du zusammenklappen? Vielleicht gefällt dir das mit dem Enkelkind. Vielleicht gefällt dir das sogar besser als in jedem Kurort. Nicht? Stich auf die Blumen. Es war ja auch nur ein Hinweis, ein gut gemeinter Rat, mehr nicht. Ja. Ich habe ja vielleicht auch bald was Eigenes, ich meine... Was? Also, nein, kein Haus, vielleicht eine Laube oder... Na Hilfe, Laubenpieper, da bist du dann gänzlich abgeschieden. Sei endlich ruhig. Hast du Kopfschmerzen, Marion? Nein, mir geht es nur nicht sehr gut. Das ist doch auch kein Wunder bei der Bullenhitze, da machen wir mal Durchzug. Nein, die Tür klemmt hier. Naja. Wollen wir mal. Das ist nett, dass ihr gekommen seid. Wiedersehen. Wir müssen ja auch früh raus. Ja. Da war's denn und der schöne Wein? Komm, Conny. Tschüssi. Gute Besserung. Und allen Respekt. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Lesen, wegen das Enkelchen, ziehen Radieschen in Stille und Andacht. Aber hast du dir schon den nächsten geangelt? Das ist nicht wahr. Dann geh doch. Dann stell dich doch endlich der Polizei. Hör mal. Ich hab den nicht umgebracht. Ich auch nicht! Mein ganzes Leben ist verfuscht. Aua! Aber in dem Boot, da fährst du mit. Lebenslänglich. Du hast ihn nicht angeschlagen. Du bist ein Mörder! Oh, entschuldige, ich hab's.
werde dir zeigen, was ein Mörder ist. Du Mörder! Bitte nicht! Oh! Zeit. Bin ich ja. Mein, so kann es doch nicht weitergehen. Zieh doch ins Hotel. Ein und jedes Bett. Ich muss da mal ran. Meinen wir, wir sollten uns mal aussprechen. Muss ich lieber mal rasieren und duschen. Der Schenk, der duftet wohl nach Veilchen, was? Ist ja nicht mehr normal. Ich sollte da duschen. Aber ausdrücklich im Befehl. Ich würde dich auch rückwürfen. Ich hab mal das im Keller. Mein Gott. Kann mich ja nicht in Luft auflösen. Auch wenn dir es am liebsten wäre. So. Und was ist das? Auch Luft, ja? Das ist ein Drachengepär. Bist du sicher, dass es ein Drachen ist? Kein Schiffchen, kein Kasperle, kein Äppelchen? Mal. Kannst du den Jungen auch noch reinziehen, ja? Ich wollte ihm da nur eine Freude machen. Der Tag ist so lang, ich muss da irgendwas arbeiten. Ja, wie wär's denn mal mit abwaschen? Du hast Bier und Schnaps, du wirst immer schwammiger. Mal die Schnauze! Verschwinde doch endlich, die Tür ist offen, das ist meine Wohnung. Mann, bist du dämlich! Klar bin ich dämlich. Wenn du wüsstest, wie dämlich du bist, aber die steckst du genauso mit drin. Begreifst du das nicht? Ich habe Robert nicht niedergeschlagen. Hey, aber du warst dabei. Und du hast mich versteckt. Und du hast die Polizei an der Nase rumgeführt. Ach so. Selten von der Variante. Du hast mich auf dein Boot gelockt und mit Mord gedroht. Du hast mir da nahe gelaufen wie so eine läufige Hündin. Hast du mein Zeichenkittel mit ins Bett genommen. Da hast du auf Maus Anrufe gelauert. Wer weiß denn davon? Unsere Kollegen?
Oder hat's in der Zeitung gestanden? Du hättest überhaupt keine Chance, wenn ich meine Variante mal richtig ausbaue, so! Gott, und sowas habe ich mal erlebt. Teufel! Spar dir dein Melodrama. Warum fahre ich auf Dienstreise? Bring ich dir Papiere mit. Was für Papiere? Falsche. Echte. Zumindest ein Personalausweis. Und dann? Na, da haust du ab. In die GSSR zu deinen Freunden. Durch Pass- und Zollkontrolle. Das ist doch idiotisch. Da haben sie mich gleich am Arsch. Den Ausweis, den ich dir bringe, der steht auf keiner Verhandlungsliste. Und damit kannst du doch was machen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Ich war immer mit der Familie da. Ja, na und? Wird dir doch was einfallen? Zurück in den Hafen oder so. Familienkrach. Hm? Ja. Ja. Und du? Marian. Und du kommst mit, ja. Du, Marian, ich lieb dich. Du, ich brauch dich. Wirklich. Lass uns versuchen, einen neuen Anfang zu machen. Du, Marian, ist vielleicht idiotisch, aber... Wir haben keinen Anfang, ab. Komm doch. Du Spinn! Du hast es doch früher gerne gehabt. Hab dich doch nicht so. Hab dich nicht so. Angst! Ja! Brauchst du doch nicht. Du hast sowieso kein Mann mehr. Das hast du auch geschafft. Du gehst. Mit oder ohne Ausweis. Hm. Pech. Mhm. Nichts mehr drin. Herr Ober. Wirtschaft haben wir noch ein bisschen, ne? Mhm. Du bist wie ausgewechselt. Ich kenne dich nicht wieder, Marion. Ich hab dich vor der Brüderschaft gewarnt. Jetzt musst du meinen Unsinn ertragen. Nimm mich in Kauf. Soll ich noch eine Flasche besorgen? Ja. Du hast die Wahl. Bis gleich. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist Elke. Aber das hätte ich dir alles erzählt. Ich könnte im Erdboden versinken. Warum denn? Ich bin der Trottel. Ich hätte dir schon längst sagen müssen, dass ich dich gern habe und dass ich mir vorstellen könnte, entschuldige bitte, gute Nacht. Marion. Was ist denn hier los? Mach das Licht aus. Was hast du denn? Mach das Licht aus. Hol einen Arzt. Ich hab eine Nierenkolik, verdammt.
Soll ich den ganzen Arzt hier holen? Oh. Mir scheißegal. Achim, ich bin auf Besuch. Es geht nicht ohne Ausweis. Hast du keinen? Ah, du hast doch versprochen. Du wolltest mir auch einen Ausweis geben! Ich hab's nicht fertig gekriegt, hör auf. Ich seh mal nach, ob ich noch was habe. Mit den Nieren soll man nicht spaßen. Das wäre nett, danke. Ach, sei ruhig, ist nur Frau Wilke. Ach, wissen Sie, Frau Wilke, was ich für Sorgen mit meinem Heu habe? Was macht er denn? Er findet angeblich lauter Spielsachen und Süßigkeiten im Hausflur. Erst habe ich mir gedacht, dass er wohl lügt. Und ich wollte schon mit ihm zum Psychiater gehen. Aber den habe ich selber gesehen. Das geht jetzt schon über ein Jahr so. Ja, ich habe leider nur noch 2 Zäpfchen, aber ich denke, über die Nacht kommen Sie schon. Danke, ich gehe ja gleich morgen früh zum Arzt. Man hört so viel. In der Zeitung steht das natürlich nicht alles. Aber ich habe alles aufgehoben. Hier, sehen Sie. Alles Beweisstück. Und ich gehe damit zur Polizei. Frau Krammer. Was meinen Sie, Frau Weck? Frau Krammer, die Sachen, die sind alle von mir. Ja. Von Ihnen? Ja, ich habe Ihren Sohn so gern und da habe ich... Mein Enkelchen sehe ich doch so selten. Und na so. Und ich dachte schon, das Schlimmste. Das ist sowas. Entschuldigen Sie bitte. Die Nieren sind ohne Befund und völlig in Ordnung, Frau Wilke. Ja, aber diese unerträglichen Schmerzen. Lumbago ist scheußlich. Ich kann selbst ein Lied davon singen, aber das kriegen wir schon in Ordnung. Was mache ich denn, wenn die Schmerzen nur wiederkommen? Also ich brauche dringend ein paar Zäpfchen oder irgendein anderes Medikament. Ich habe Ihnen Schlammpackungen verschrieben und Kurzwelle. Das wird Ihnen rasch Linderung bringen. Schön, danke schön. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich hätte gern Tetrazepzäpfchen. Das sind rezeptpflichtig. Kann ich Ihnen nicht geben. Und irgendwas anderes gegen starke Schmerzen? Eudolin könnte ich Ihnen anbieten. Azosal, Analgin. Auch Spaltabletten, wenn Sie wollen. Es müsste schon mal Stärkeres sein. Dann müssen Sie zum Arzt gehen. Ist mit meinem Mann... Ihr Mann? Nein, es ist meinetwegen. Ich habe so fürchterliche Nierenschmerzen. Könnten Sie mir vielleicht... Ich weiß schon nicht mehr, was ich... Wollen Sie die Adresse von Dr. Peschke? Die habe ich. Die kann ich Ihnen geben. Dr. Peschke? Nein, nein, ich habe... Oh Gott, entschuldigen Sie bitte. Ich bin plötzlich ziemlich durcheinander. Bitte kommen Sie doch rein. Danke. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, aber... Also Dr. Peschke, also die Adresse von Dr. Peschke, die habe ich ja. Ich bin ja in Behandlung, aber der hat mir nur Morbida verschrieben, aber nichts gegen die akuten Schmerzen. Und jetzt wollte ich Sie mal fragen, ob Sie, Ihr Mann, der hatte so Zäpfchen. Sie wollen die Nierenzäpfchen von meinem Mann? Die habe ich noch irgendwo bloß. Ach, das wäre aber nett. Hoffentlich habe ich die noch irgendwo. Warten Sie mal. Man ist ja völlig erledigt, wenn die Kollegen einsetzen. Spaß mal gern. Aber die werden nichts mehr taugen. Die sind ja über 3 Jahre alt. Ich will sie ja nur vorlegen. Ich will sie ja nur beim Arzt vorlegen, damit er sieht, was vielleicht helfen kann. Nehmen Sie nur. So kann man nicht leben. Oh, verzeihen Sie bitte. Ist ja gut. Ich möchte noch was sagen. Ja? Mama, wir
wir gehen jetzt. Ja. Papi, komm. Ja, schon unterwegs. Danke. Bitte. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Herr Pinko, Frau Wilke. Angenehm, lassen Sie sich nicht stören. Habt ihr die Fahrscheine? Ja. Haben wir. Ihr müsst euch beeilen. Ja. Also, tschüss. Tschüss. Sieben. Wiedersehen. 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 Wir leben seit kurzem zusammen. Sie sind immer noch allein? Ja. Und ich werde es auch bleiben. Sie wollten mir noch was sagen. Nichts. Marianne. Das vergesse ich dir nicht. War mehr als Mitleid. Das weiß ich nicht. Ich bin so kaputt. Eine Lüge, wieder eine Lüge, noch eine Lüge, wieder eine Lüge. Uns dein Gartenhaus aufgebaut, jetzt kracht es zusammen. Sobald ich gesund bin, stelle ich mich der Polizei. Und du hast mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das verspreche ich dir. Das sind doch Illusionen, so ein Quatsch. Bitte, bitte nicht, sei lieb. Guck mal jetzt, wo wir endlich vernünftig miteinander reden. Erzählst du mir von Carsten? Ich habe ihn ja nur ganz kurz gesehen. So, Marion, wie groß ist er denn? Ich meine, wie weit wird er mir gehen? Das weiß ich nicht. Vielleicht zur Schulter oder so. Was machen wir denn nur, wenn die Kollegen wiederkommen? Wenn Operation nötig wird? Du kannst mich doch nicht mehr raushalten, das wäre auch ungerecht. Du, das mache ich aber. Und wenn ich was ganz Verrücktes tun muss, ich habe da auch schon eine Idee. Oh, bitte keine Ideen mehr. Wir hatten schon zu viele. Die waren alle nicht besonders gut. Du, das ist keine krumme Tour. Ich gehe einfach nach Hause. Zu deiner Frau. Zu meinem Jungen. Wo soll ich denn hin nach all diesen Irrfahrten? Du, Marion, das ist logisch. Ich kann dir auch kein Alibi verschaffen. Ach, das sollen sie ja auch gar nicht. Ich will nur meinen Jungen sehen. Und dann gehe ich dahin, wo ich hingehen muss. Da ist längst ein anderer Mann und dein Sohn sagt Papa zu ihm.
Guten Tag. Verzeihen Sie vielmals. Ich bete hier oft. Aha. Ach, Sie sind die treue Seele, die immer die frischen Blumen hinstellt. Kannten Sie Herrn Konzak? Nur vom Sehen. Und als Vorgesetzten von meinem Sohn. Ich bin Grete Mühlau, die Mutter von Olaf. Aha, Marion Wilke. Ich weiß. Ich war zur Beerdigung. Sie, mein Junge hat bestimmt alles getan, um Herrn Konczak zu retten. Das war ein Unfall. Das war ein Unfall. Damit müssen wir uns abfinden. Zwei Jahre und keine Spur. Sie wissen wenigstens, wo Sie an seinem Todestag Einkehr halten können. Kommen Sie mich doch mal besuchen. Diese Turnhose nicht mehr sehen. Tag. Was soll denn das? Ich hab mir ein Mikado gebastelt. Holzstäbchen waren genug da. Es macht Laune. Spielst du mit? Schön, dass du bei Laune bist. Freitag kommt deine Mutter. Meine Mutter? Ja. Wieso denn? Hierher. Warst du bei ihr? Hast du ihr alles erzählt? Ich habe sie getroffen. Im Friedhof. Olaf. Das ist unsere einzige Chance. Du warst die ganze Zeit schon bei ihr. Dann stellst du dich. Für Mutterliebe hat jeder Verständnis. Hey, Marion. Du bist ja verrückt. Wir sprechen alles genau ab. Jedes einzelne Wort. Wir haben keine andere Wahl, Olaf. Das ist wie ein Wunder. Du lebst. Ja. Ja, ja. Psst. Aber das darf niemand erfahren, Mutter. Hörst ich du? Hab's immer geahnt. Du kannst schwimmen wie ein Fisch. Du gehst nicht unter. Das war ein Unfall. So ein Unglücksfall. Verstehst du? Und dann überschlug sich alles. Du musst mir nichts erklären. Du hast Glück gehabt und ich bin auch glücklich. Du bist gesund. Wohnst du in einer großen Stadt? Hast du Arbeit? Mutter. Mutter, begreifst du denn nicht? Ich bin untergetaucht. Abgehauen aus Feigheit vor den Behörden. Ich kann nicht hierbleiben. Ich bin tot. Ja, ja, auch wenn ich lebe. Nein, versündige dich nicht, Junge. Mutter, hörst du mal bitte? Diese Freude. Mutter, hör doch mal zu. Du lebst. Mutter. Weißt du, ich will dich nur ansehen. Mutter. Und Frau Wilke. Mutter. Danke, ich... Mutter, was hast du? Das ist das Herz. Das wird gleich besser. Es ist... Die Aufregung. Nur du bist wichtig. Sieh.
Sie hatte Herzbeschwerden. Sollte sie hier draufgehen? So eine Gelegenheit. Wäre ich bloß hier geblieben. Du hättest auch nichts erreicht. Alles abgesprochen, Wort für Wort. Außerdem wollte ich die alte Frau nicht mit hineinziehen. Na prima. Steht doch kein Verhör mehr durch. Ich kann ja. Ich habe ja Nerven wie Drahtseile. Die glücklichste Frau unter der Sonne. Zeig mich doch an. Ich werde nicht da sein. Ich muss verreisen. Und bitte dreimal klingeln. Sie tun so viel für uns. Wie kann ich Ihnen das jemals danken, Frau Wilke? Olaf wird etwas mit Ihnen bereden. Ja. Frohes Fest. Gott behüte Sie. Klauen. Zu laut ist unser Geheimnis. Egal, was für dich. Danke. Kommst am Mittwoch. Da besucht mich nämlich der Weihnachtsmann. Dreimal klingeln. Aber nichts verraten. Soll ich dir nicht doch tragen helfen? Nein, nein, lass mal. Ich habe einen Fahrstuhl. Und einen Tee hast du auch nicht? Sag mal, ich glaube, du hast überhaupt nichts übrig für mich. Habe ich recht? Das stimmt nicht. Aber das ist nur wirklich kein Gespräch für die Straße. Außerdem bin ich jetzt in Eile. Du bist immer in Eile. Du druckst herum, du weißt aus. Sag mal, was hetzt dich eigentlich so? Ich mache ja jetzt Urlaub. Urlaub. Und danach? Silvester bin ich zurück. Dein Galan schon bis vor die Tür. Wie
Ich saß schon in meiner Loge und hätte mir die weitere Vorstellung gern angesehen. Doch wirst du verzichten müssen. Mein Galan. Dein Firlefanz gefahren, Weihnachtsmann. Ich meine. Lieber. Du, das passt ja. Du, das passt wie angegossen. Bist du verrückt? Was machst du da mit meinen Bildern? Sie sind weg hier. Aber es sind doch Carstens Bilder. Ich kann es nicht mehr sehen. Nein, morgen verbrenne ich sie, ja? Du bist immer weg. Ich werde verrückt. Ich verspreche dir, morgen sind sie nicht mehr da. Ich kann diese Bilder nicht mehr sehen. Du, heute musst du mir noch lassen, ja? Ich werde verrückt. Nur noch heute, bitte. Also frieren wirst du nicht. Aber dass du Heiligabend nicht kommen willst, da wird Carsten aber sehr traurig sein. Du hast doch alles bei uns. Schlafen kannst du in Carstens Zimmer. Ich nehme meine Tropfen, muss nachts oft raus. Das verstehen wir doch. Oder stört es dich, dass wir Herrn Pinko eingeladen haben? Herrn Pinko? Was sucht denn der bei euch? Ich wollte dir das schon seit langem sagen. Der Carsten, der hängt an Herrn Pinko wie an einem Vater. Ich mag ihn auch. Sehr. Wir wollen heiraten. Aber du bist doch verheiratet, Ruth. Und Carsten hat einen Vater. Zwischen uns beiden wird sich nichts ändern. Ich verstehe kein Wort, Kind. Es soll ja alles ganz korrekt hergehen. Im Mai werden es 3 Jahre, dass Olaf vermisst wird. Und da werde ich die Todeserklärung beantragen. Aber das kannst du nicht, Ruth. Das darfst du nicht. Olaf lebt. Das wünschst du dir. Nein, das weiß ich. Er wird auch für uns lebendig bleiben. In der Vergangenheit. Nein, Olaf lebt wirklich. Er ist nicht tot. Ich gehe heute noch zu ihm. Mutter, soll ich dir einen Arzt rufen? Ich brauche keinen Arzt. Komm, Kind, wir gehen zu Olaf. Na komm. Ich weiß, wo er ist. We'll be right back.